Leute, es ist Karneval und für alle, die Verkleidungen lieben oder Anregungen suchen, gibt es heute zur Rosenmontagswoche 3 Filme, in denen Masken und Kostüme eine entscheidende Rolle spielen. Und wer sie alle nimmt, bekommt natürlich, wie immer, noch einen umsonst in die Tüte. Mehr muss ich doch gar nicht sagen, oder? Hey you, don't watch that, watch this! Na. Ich hab's geahnt. Sobald man die Melodie macht, ne, denkt er, er ist im Einsatz. Na, Batman! Klar, wenn wir schon von Masken und Kostümen sprechen, dann darf die Mutter bzw. der Vater aller kostümierten Maskenträger natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Bruce Wayne, alias der heldenhafte Fledermausmann Batman. Aber in der Faschingswoche wünschen sich die Menschen natürlich keine depressive Düsternis, außer vielleicht man wohnt in Köln oder im Rheinland. Und deshalb habe ich den ersten offiziellen Batman-Film der Kinogeschichte herausgesucht. Den absoluten Kultklassiker Batman the Movie, a.k.a. Batman hält die Welt in Atem. Atombatterien noch voll, Turbinen auf Höchstleistung. Okay, klar zum Start. Definitiv ein Batman-Film, den es in dieser Form kein zweites Mal gibt und der für die einen bei Coolfatz als einer der kultigsten Filme aller Zeiten, für die anderen aber auch als Schläferz, also einer der schlechtesten, laufen könnte. Denn sowohl heute wie auch schon 1966 fällt und fiel es vielen gar nicht so leicht zu verstehen, wie dieses knallbunt bizarre Meisterwerk nun eigentlich gemeint ist und als was man es verstehen soll. Ist es nun eine ernsthafte Comicverfilmung, eine Parodie, ein durchgeknallter Genremix oder was? Nun, dazu sollte man zuerst einmal wissen, kaum ein Superheld hat seit seinem ersten Auftritt in den Detective Comics 1939 derart viele optische und charakterliche Wandel durchlebt wie Batman. Bodenständiger, maskierter Detektiv, klassischer Superheld, mal solo, mal mit Sidekick Robin unterwegs, lustig locker, dann grimmiger Soziopath. Alle Versionen hat er in Comic, Fernsehen und Kino bereits präsentiert. Zwischen 1966 und 68 allerdings war er noch weit entfernt vom Dark Knight und wurde vor allem in England und den USA zu einem absoluten Popkulturphänomen. Verantwortlich für den unfassbaren kurzzeitigen Hype war die Batman-Fernsehserie, die als gagaesk verrücktes, farbenprächtiges Comic-Feuerwerk inszeniert wurde. Batman und Robin sind bevollmächtigte Vertreter des Gesetzes. Hilf der Polizei! Das ist unser Wahlspruch. Wahr gesprochen, Robin. Die hier präsentierte sehr spezielle Art von sogenanntem Camp-Humor, womit eine extrem übertriebene Darstellung und stilistisch überpointierte popkulturelle Trivialität gepaart mit einer gehörigen Portion Albernheit und Selbstironie gemeint ist, wurde nicht überall sofort auch von allen als solcher verstanden. Du hast dein Leben riskiert, um dieses Pack in der Kneipe zu retten? Es mögen vielleicht Trinker sein, Robin, aber es sind auch menschliche Wesen. In Deutschland zum Beispiel konnte man sehr lange Zeit gar nichts damit anfangen, weshalb die Serie bei uns auch erst ab 1989 vornehmlich im Kinderprogramm von Sat.1 gezeigt wurde. Ähnlich wie die Simpsons zu Beginn im ZDF. Dabei war sie im Grunde als durchaus seriös gemeinte Comedy-Serie für Erwachsene gedacht. Welchen Nutzen hat ein Traum, wenn er nicht Vorbild ist? Für die beherzte Tat. Oh, auf zur Tat, Genosse. Die bisweilen regelrecht infantil erscheinende Inszenierung hatte jedoch auch einen ernsten Hintergrund. Nach den Auswüchsen und Nachwehen der staatlichen Zensur während der McCarthy-Ära in den USA war es 1954 zum sogenannten freiwilligen wie auch verpflichtenden Comic Code gekommen, der jegliche Darstellung extremer Gewalt, Nacktheit, Drogenkonsum, Scheidung, Promiskuität, Homosexualität und alles, was man sonst noch so als offensiv ansehen konnte, in Comics rigoros verbot. Batman-Mutterkonzern DC
hielt sich strikt daran. Erst unabhängige Newcomer wie Stan Lee und Marvel begannen sich später dagegen zu wehren und den Code zu unterlaufen. Die meisten dieser Zensurvorgaben hielten sich allerdings noch bis in die frühen 90er. Heiliger Jonathan! Batman hält die Welt in Atem, ist die einzige große Kinoversion eben dieser 60er-Jahre-Kultserie. Parallel gedreht, während die erste Staffel noch lief. Und was wir hier zu sehen bekommen, ist die mit Sicherheit irrwitzigste Batman-Version, die es je auf die Leinwand geschafft hat. Es wimmelt hier von Säufern. Sie sind es gewohnt, seltsame Gestalten zu sehen, die sie ihrem Delirium zuschreiben. Dabei muss sich der noch nicht dunkle, sondern eher lila-blaue Ritter zusammen mit seinem Partner Robin, dem Wunderknaben, gleich gegen 4 seiner gefährlichsten Gegner erwehren. Es treten an der Riddler, der Pinguin, Catwoman und natürlich der Joker. Dieses diabolische Schurkenquartett hat sich nämlich gegen ihn verbündet, um gemeinsam den Erfinder einer Dehydrierungsmaschine zu entführen, mit dem man Menschen quasi entmaterialisieren und zu einem Haufen Staub verwandeln kann. Wer sich allerdings auf diesen wilden Ritt einlässt, wird mit einer prall gefüllten Wundertüte der irrsinnigsten Ideen belohnt. Grandios allein die Szene, in der Batman von Adam West stets mit Leslie Nielsen-hafter Ernsthaftigkeit gespielt, im überseriösen Gutmensch-Modus nicht weiß, wie er in einer vollen Hafenkneipe eine kurz vor der Explosion stehende Bombe loswerden soll, ohne Menschen oder Tiere dabei zu verletzen. Herhören! Bitte mal herhören! Aus um euer Leben! Schnell nach draußen! Oder die grandiose Haifischattacke an der Strickleiter des Batcopters hängend, aus der er sich nur mit einem beherzten Griff zum Bat-Anti-Highspray befreien kann. Dazu ein wunderbar PC-tauglich fluchender Robin, gespielt von Burt Ward, mit immer abstruser werdenden heiliger was auch immer Variationen. Heiliger Bikini, das konnte ins Auge gehen. 4 der besten Batman-Schurken, der Batcopter, das Batmotorrad und das wundervolle klassische Batmobil. Und natürlich die unvergesslichen Faustkämpfe inklusive grafischer Pow-Kaboom-Bam-Splot-Woom-Soundeffekte. Wow. Mein erster Batman im Kino und bis heute der mit Sicherheit witzigste und verrückteste. Als Kind auf jeden Fall ein Film, den man nur aus ganzem Herzen lieben konnte. Und der deshalb dem ZDF 1987 beim legendären Sommerwunschfilmfestival in seiner Erstausstrahlung einen absoluten und für alle unfassbar erscheinenden Voting-Rekord bescherte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, denn ich hatte natürlich auch angerufen, obwohl ich da schon knapp 22 war. Ja, liebe Zuschauer, die Entscheidung ist gefallen. Die ganz große Mehrheit hat Batman bekommen mit 71%, 1.600.255 Anrufe. Das ist wahnsinnig. Batman hält die Welt in Atem. Ein Film, der hält, was er verspricht. Wenn auch anders, als man vielleicht vermuten würde. Auf jeden Fall aber bunter, witziger und cooler als jeder Faschingsumzug. Also einfach zu Hause bleiben, Popcorn statt Kamelle futtern und Batman gucken. Nach Hallamarsch! Mach den Sicherheitsgurt fest! Wir gehen runter. Das ist, glaube ich, das Ende. Schon wieder Louis de Funès. Nein, doch. Aber wenn wir schon Verkleidungen und Masken als Thema haben, darf Fantomas, der Meister der Maskierung, natürlich nicht dabei fehlen. Fantomas. Jawohl, ich bin's. Fantomas. Mein Gott, es ist ja furchtbar. Und im Grunde war das ja auch nur eine Frage der Zeit, dass ich euch nach dem ersten Teil auch so bald wie möglich die Gelegenheit gebe, das erste Sequel davon anzuschauen, nämlich Fantomas gegen Interpol. Eigentlich ist er Franz Thomas. Franz Thomas und auf Französisch Franz Thomas. Erfreulicherweise sind alle wichtigen Personen aus dem ersten Teil wieder dabei. Mylène Demangeon als bezaubernde Fondor-Freundin Hélène, Jacques Dunham als Juif-untergebener Bertrand und natürlich Louis de Funès als Kommissar Juif und Jean Marais als Reporter Fondor und als Fantomas sowie als Professor Lefebvre und als Fondor, der Lefebvre spielt.
und natürlich auch als Fantomas, der Fondor spielt, der sich als Lefebvre verkleidet hat. Ich gebe zu, es wird bisweilen unübersichtlich. Drei Professoren Lefebvre. Der Richtige traf gerade ein. Doch während ich glaubte, mich auf Fantomas zu stürzen, hatte ich nur Lefebvre erwischt. Können Sie mir folgen? Selbstverständlich, ist doch sonnenklar. Umso besser. Aber hey, was soll's? Auf die Story kommt es eh nicht wirklich an. Wichtig ist nur, Fantomas ist wieder da. Und das noch gefährlicher, verrückter, bunter und abgedrehter als beim ersten Mal. Und mit noch mehr Spielfläche zum Austoben für Louis de Funès, der ja nach dem ersten Teil und seinem Gendarme-Erfolg zum absoluten Megastar geworden war. Leider mit einer ungewohnten Synchronstimme, aber auch die funktioniert gut und man gewöhnt sich schneller an sie, als man denkt. Wir leben in der Epoche der Geheimagenten und der Gadgets. Der was? Was wollen Sie? Das war ja, ich wollte nur wissen, was das ist, Ketchup. Ein Gadget! Ein Gadget ist eine spezielle geheime Erfindung, die dazu dienen soll, den Verbrecher zu überraschen. Dafür konnte er dieses Mal aber noch wesentlich stärker aufdrehen und sich sogar ebenfalls mehrere Male verkleiden. Denn ein Großteil des Films spielt zudem noch auf einem fulminanten Maskenball, passend zum Rosenmontag. Vor allem aber erhielt er die Gelegenheit, sich als französischer James Bond zu empfehlen. Denn weil jener gerade auf der ganzen Welt extrem populär war, durfte auch Kommissar Juve diesmal diverse Bond-artige Gadgets verwenden. Wie zum Beispiel die MG im Holzbein oder die legendäre dritte Hand. Kommt mir ja ein bisschen komisch vor. Was sagen Sie jetzt? Aber nicht nur Fantomas klaute bei Bond. Auch 007 bediente sich beim alten Gummikopf. So sahen wir zum Beispiel die schießende Zigarette nur 2 Jahre später bereits wieder bei Man lebt nur zweimal. Der grandiose fliegende Citroën DS wurde 1974 von Christopher Lee umgebaut zum flugfähigen AMC Matador Coupé in Der Mann mit dem goldenen Colt. Und die spektakuläre Szene, in der Kommissar Juve ohne funktionierenden Fallschirm aus dem Flugzeug fällt und von Fondor gerettet werden muss, wurde 1979 leicht umgearbeitet zur grandiosen Pre-Title-Sequenz von Moonraker. Übrigens auch wieder mit dabei Olivier de Funès, der damals 15-jährige Sohn von Louis de Funès, den fleißige Calcorato-Gucker ja bereits aus Onkel Paul die große Pflaume kennen. 5-mal stand er insgesamt mit seinem Vater zusammen vor der Kamera, bis er 1971 seine Schauspielkarriere beendete und Air France-Pilot wurde. Hier allerdings erleben wir seine Debüt-Performance. Du Lausebengel, hat man sowas schon gesehen? Na, warte nur, wir sprechen uns noch. Fantomas gegen Interpol ist eine durch und durch gelungene Fortsetzung, was ja leider nicht allzu häufig vorkommt. Aber die Fans bekommen wirklich alles geboten, was sie am ersten Teil liebten und davon sogar noch einiges mehr. Dazu jede Menge Humor, knallbuntes 60s-Feeling und James-Bond-Touch auf Französisch. Wer das Original mochte, wird auch das Sequel lieben. Also, unbedingt anschauen. Fantomas, diesmal bist du mir nicht wieder identisch. Nach so viel unbeschwerter Unterhaltung ist es jetzt mal an der Zeit für handfesten Horror. Und die inzwischen vielleicht bekannteste Maske aller Zeiten. Denn dieses charmante, länglich-bleiche Gesicht unter der schwarzen Kutte dürften heute sogar die Menschen kennen, die den Film noch nie gesehen haben. Tja, voilà! Hier gibt es jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen. Denn wer zumindest ein klein wenig Sympathie für das Horrorgenre empfindet, sollte sich diesen Klassiker nicht entgehen lassen. Scream, in Deutschland damals noch mit dem Zusatztitel Schrei versehen, von 1996. Ja, hallo? Hallo, Kalti. Lass uns ein kleines Spiel spielen. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Hä? Alter, sag mal, was willst du denn von mir? Scream natürlich. Ja, und jetzt geh und bring den anders um, du Penner, Mensch.
Ja, ich sag's, wie es ist. Scream ist wirklich mein persönlicher Lieblingshorrorfilm. Denn auch wenn ich das Genre mag, so war es mir Mitte der 90er durch zu viele Wiederholungen und zu viel sinnloses Gemetzel irgendwelcher austauschbarer Aufschlitzopfer doch irgendwie zu berechenbar und zu langweilig geworden. Das änderte sich allerdings bei Scream. Denn plötzlich gab es Charaktere, für die man sich ehrlich interessierte. Intensive Bedrohung, die man fast körperlich mitfühlen konnte und vor allem eine Story, die wirklich fesselte. Denn hier haben wir es nicht mit einem austauschbaren, ominös, übermenschlichen Schlitzer zu tun, der sich durch die Reihen hackt, sondern mit einem echten Menschen aus unserer Mitte, der unbarmherzig zuschlägt. Und anscheinend erschreckend großen Spaß dabei empfindet. Ein genialer und überaus effektiver Trick, mit dem bereits Hitchcock bei Psycho und dem Duschmord an Janet Leigh das Publikum schockierte und komplett in seinen Bann zu ziehen vermochte. Den Popstar des Films, in diesem Fall Drew Barrymore, gleich am Anfang umzubringen. Und das möglichst brutal. Denn dann weiß man als Zuschauer, hier ist niemand sicher. Und es könnte sogar noch grausamer werden. Zweiter Trick, für den Rest des Casts zu jener Zeit eher so mittel- bis unbekanntere Darsteller engagieren, die alle dadurch auch leichter als theoretische Opfer vorstellbar sind und die durch diesen Film ihre Rollen wirkungsvoll als Karrieresprungbrett nutzen können. Ich sage nur Neve Campbell, Courtney Cox, damals gerade noch bei Friends aktiv, David Arquette, Skeet Ulrich, Jamie Kennedy und, wenn auch nur sehr kurz, der spätere Problemlöser Ray Donovan alias Leif Schreiber. Obwohl ich gar nicht weiß, ob der auch Schreiber oder Schreiber oder irgendwas gesprochen wird. Schreiber, ja. Sehr gut. Trick Nummer 3, ein wirklich verdammt geiles Drehbuch. Denn Scream ist nicht nur ein einfacher Horrorstreifen, der an die niederen Instinkte appelliert, sondern einer, der sich gerade mit dieser besonderen Faszination für Gewalt und blutige Slasher kritisch auseinandersetzt. In erster Linie ist er einfach ein richtig perfekt gemachter Whodunit-Krimi. Denn viel bedeutender als die sonst im Genre übliche Frage, wer auf welche Art stirbt oder überlebt, ist hier das Rätsel, wer ist Ghostface? Und das, so viel darf man hier verraten, ohne zu spoilern, wird meiner Ansicht nach ziemlich genial und glaubwürdig aufgelöst. Mehr verrate ich natürlich nicht. Dass er ein Killer ist, sieht man ihm an der Nasenspitze an. Und warum haben ihn die Bullen dann laufen lassen? Die sehen offensichtlich zu wenig Filme. Das ist der klassische Horrorfilmstoff. Und warum sollte er seine Freundin töten wollen? Es gibt immer einen dämlichen Grund, warum man seine Freundin umbringen will. Oh. Das ist doch das Schöne daran, die Einfachheit. Und last but not least, die humoristische Demontage des gesamten Genres und die perfekt gesetzte Selbstironie. Was allerdings der Spannung absolut keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil. Denn da man weiß und merkt, dass die Beteiligten sich genauso gut oder sogar noch besser als das Publikum mit den bekannten Mustern auskennen, weiß man auch, dass man sich gerade hier eben nicht auf diese verlassen kann. Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man eine Chance haben will, in einem Horrorfilm zu überleben. Du darfst nie, niemals unter keinen Umständen sagen, ich komm gleich wieder, denn du kommst nicht wieder. Ich hol mir noch ein Bier, auch eins? Ja, klar. Ich komm gleich wieder! Kurz gesagt, ich persönlich habe selten bei einem Horrorfilm so mitgefiebert, mitgelacht, mitgelitten und mitgerätselt wie bei Scream. Hab mir, wer du bist! Ruhig auf, Sid! Nur Geduld, das erfährst du noch früh genug. Das verspreche ich dir. Das 42 Minuten lange Finale findet übrigens bei der inzwischen legendär gewordenen Party in Woodsboro in der Turner Lane statt, für die allein 21 Tage lang jede Nacht From Dusk Till Dawn gedreht wurde. Die Crew und Darsteller nannten diesen Dreh danach scherzhaft die längste Nacht in der Geschichte des Horrors und ließen sich zur Belohnung eigene I Survived Scene 118 T-Shirts drucken, entsprechend der Szenennummer im Ablaufplan. Also,
schnell Scream 1 gucken, bevor schon bald Scream 6 ins Kino kommt. Denn auch wenn es bereits zweimal eine je 11-jährige Pause gab, so ist die Scream-Reihe derzeit wieder lebendig wie eh und je und gehört für mich zu den sehr wenigen Franchise-Einträgen, bei denen ich alle Teile, vielleicht bis auf den leider etwas schwächeren dritten, als absolut gelungen bewerte. Was ist das für ein Gefühl, wenn man um ein Haar geschlachtet worden ist? Hey, lassen Sie das in Ruhe. Das wollen die Leute wissen, sie haben ein Recht, das zu erfahren. Zusammengefasst, unbarmherzig und blutig, aber auch lustig und charmant. Vor allem aber clever und spannend. Hart, aber genial. Ein Film, der in seinem Genre definitiv neue Maßstäbe setzte, mit tollen Stars, einem fantastischen Drehbuch von Kevin Williamson und perfekter Regie von Horrorlegende Wes Craven. Muss man gesehen haben. Es lohnt sich. Und danach ruhig auch noch die anderen Teile. So, jetzt habe ich noch was zu tun. Letzte Woche haben wir die Edgar Wallace-Filme gefeiert und da habe ich mir gesagt, komm, für alle Komplettpaketkunden hau ich heute einfach zum Thema Masken und Kostüme noch einen aufs Haus mit raus. Hä? Denn was könnte wohl eine bessere und unauffälligere Verkleidung im Alltag sein als eine dezente, knallrote Ganzkörper-Mönchskutte? Hm? Und deshalb von mir Film Nummer 4, Der Mönch mit der Peitsche. Eintrag 24 der offiziellen Rialto-Wallace-Reihe und der vierte davon in Farbe. Denn ab 1966 fand Produzent Horst Wendland, dass das klassische Schwarz-Weiß doch langsam zu altmodisch sei für die immer bunter werdenden ausgehenden 60er. Leider aber blieben die ersten drei Wallace of Color-Filme stark hinter den Erwartungen zurück, weshalb man sich kurzerhand entschied, einfach eine Art Semi-Remake des letzten und mit 2,5 Millionen Besuchern überaus erfolgreichen Schwarz-Weiß-Streifens Der unheimliche Mönch zu drehen. Das heißt, die Story war zwar im Grunde eine andere, Location und grober Überbau blieben aber gleich, nämlich ein maskierter Mönch tötet viele Leute mit einer Bleikugelpeitsche in einem Mädchenpensionat. Und es sollte klappen. Der Peitschenmönch war mit 1,8 Millionen Zuschauern zwar nicht ganz so erfolgreich wie der unheimliche selbige, lief aber wesentlich besser als seine Vorgänger. Einer der Hauptgründe dürfte dabei allerdings die lang ersehnte Rückkehr von Joachim Blackie Fuchsberger gewesen sein, der seit dem Hexer eine Pause von 3 Jahren und 7 Wallace-Filmen eingelegt hatte. Nachts müssen Sie kommen, nicht am Tag? Das hat mir doch bestimmt die kleine Blonde mit den Kulleraugen in die Tasche gesteckt. Das glaube ich weniger. Wobei er gleich 2 Premieren feierte. Denn zum ersten Mal spielte er eine Rolle zum zweiten Mal, wenigstens dem Namen nach, nämlich den Inspektor Higgins aus Der Hexer. Und ebenfalls zum ersten Mal musste er exzessiv Kaugummi kauen, um nicht mehr ganz so seriös britisch, sondern cooler und ein wenig amerikanisch zu wirken. Darf ich etwas fragen? Ich habe heute schon eine Verabredung. Oh nein, nein. Sie kommen nicht recht vorwärts, wie ich sehe. Ja, das sehen Sie richtig. Dabei gibt es nur 2 Gründe, Frauen umzubringen. Berechnung oder Leidenschaft. Ich würde Leidenschaft vorziehen. Das glaube ich. Glücklicherweise auch wieder mit dabei, Siegfried Schürenberg als Sir John. Dafür aber leider weder Klaus Kinski noch Eddie Arendt. Und auch Karin Dohr hatte sich nach dem unheimlichen Mönch endgültig von der Reihe verabschiedet. Dafür durfte nun Uschi Glas als weibliche Hauptrolle antreten, die übrigens ihr Leinwanddebüt 2 Jahre zuvor mit einer Nebenrolle ebenfalls im unheimlichen Mönch gefeiert hatte. Damals aber noch als Ursula Glas. Das Buch übernahm wieder Kommissar und Derrick-Autor Herbert Reinecker unter seinem Pseudonym Axel Berg. Gedreht wurde erneut in Berlin und die Musik stammte diesmal nicht von Peter Thomas, sondern von Winnetou-Komponist Martin Böttcher. Zwar wesentlich klassischer und ruhiger, aber ebenso stilsicher und wunderbar altmodisch gruselig.
Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Ja, was soll man sonst noch sagen? Der Peitschen-August mit der Zippelmütze, wie Wichserzeuge Dieter Dubinsky ihn nennen würde, ist kein eindeutiges Wallace-Highlight, aber definitiv eine der drei besten Folgen in Farbe, die hier auch wirklich einmal absolut sinnvoll und wieder wunderbar stimmungsvoll eingesetzt wird. Ein höchst bizarrer, aber extrem unterhaltsamer 60er-Jahre-Trash-Krimi-Grusel. Pure Pulp-Fiction sozusagen. Und seien wir doch mal ehrlich. Ein Film mit tödlichen Giftgasbüchern, Schlangen und Krokodilen, sowie einem im Nebel mordenden Rotmönch mit strahlend weißer Kugelkopfpeitsche, der sich durch ein düsteres Mädchenschulschloss meuchelt. Also, ich sag mal, der kann doch einfach nicht schlecht sein, hm? Ist er auch nicht. Also, Füße hoch, Hirn aus und viel Spaß beim feuerroten Mönch mit der Peitsche. Das ist echt gefährlich. Ja, das waren meine Pro- und Anti-Karnevalstipps rund um Masken und Kostüme. Für die gepflegte Feierpause ebenso geeignet wie auch für alle Faschingsverweigerer aus Gewissensgründen. Für nur je 1 Euro Leihgebühr und wer alle nimmt, bekommt den prima Peitschenmönch aufs Haus. Gern geschehen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder und da feiern wir den Geburtstag und die Karriere von Daniel... Ach, von Scheiße. Nochmal. Habe ich selber den Gag versaut. So blöd. Und da feiern wir den Geburtstag und die Karriere von Craig. Daniel Craig. Bis dann. Watch this. Weitere Videos und die besten Empfehlungen des großartigen Kalkurators findest du auf maxdome.de. Kein Abo, keine Werbung, nur beste Unterhaltung.